Kommen wir zu unserem ersten Wettkandidat, Frank Böker aus Remscheid. Wunderschöne Stadt übrigens. Wettet, er kann anhand der Fußmatte das dazugehörige Automodell erkennen, indem man ihm besagte Matte sage und schreibe ins Gesicht haut. Stimmt das? Ja. So. Hierbei handelt es sich um ganz gewöhnliche Fußmatten aus dem ganz gewöhnlichen Fußmattenfachhandel. Ja, was heißt denn jetzt gewöhnlich? Also meine zum Beispiel sind mundgeklöppelt aus Froschporzenleder. Wunderbar. Frank, die Frage, die uns allen unter den Nägeln brennt, möchten Sie jemanden grüßen? Ja, den lieben Thomas Gottschalk. Viel Erfolg beim Supertalent. Tommy, du bist der Beste. Hä? Fiat 500. Das kann ich leider nicht gelten lassen. Ich hätte wohl vorher so etwas sagen sollen wie, top, die Wette gilt. Ich wusste doch, etwas Elementares fehlt. Ja klar, die Hunziker. Nein, das mit den Matten lass ich doch machen. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wer Sie wohl sind. Na, Clarissa Böker, seine Frau. 8 verdammte Jahre habe ich das mit ihm proben müssen. 8 Jahre. Sehr, sehr beeindruckend, wie ich finde. So lange habe noch nicht einmal ich damals für Mathe geübt. Okay, so, Atze, nun kommen wir zu dir. Frank muss also 4 Fußmatten in Folge fehlerfrei erkennen. Schafft er das? Ja, sicher! Hä? Hä? Wunderbar, dann wählst du bitte die Matten aus. Funktioniert. Und ich darf nun endlich erstmals den legendären Satz sagen, Korianderschaumsüppchen. Moment, falsch. Top, die Wette gilt. So, hier. Na, das ist doch mal eine Schleuder, oder? Porsche 911. Fantastisch. Was genau war denn da jetzt anders als bei der Fiat 500 Matte? Oh, Markus, lass den Mann noch mal in Ruhe. Hm? Hau ihm lieber noch eine rein. Komm. Mach ich jetzt. Sehr, sehr gerne. Mathe Nummer 2. Sag mal, hast du einen Eierstock am Wandern oder was? Was sollte das denn jetzt? Ey, Mensch, 8 Jahre. Für so eine Scheißwette. Hätten Sie diese verdammte Drecksschuhe nicht einfach sterben lassen können? Komm, wir gehen mal. Wer guckt sich denn sowas überhaupt an? So ein herrenlosen Mist, so ein ja, Kack, ja gut. Guck mal, da hinten ist Sofa. Ist leider falsch. Schade.